Die Currywurst, das bekannteste Fastfood made in Germany, hat nun ein eigenes Museum. In Berlin ließ sich Hertha Heuwer vor 50 Jahren ihre Soßenmischung aus Ketchup, Chili und anderen Gewürzen patentieren. Für Museumsleiterin Birgit Brelo ist es höchste Zeit, dass die heiße Speise hier gewürdigt wird. Die Currywurst gehört zu Berlin wie das Brandenburger Tor aus unserer Sicht. Hier wurde sie erfunden, hier wird sie täglich an Hunderten von Imbissbuden gegessen. Und wir möchten ihr mit dieser interaktiven Ausstellung ein Denkmal setzen. Zu sehen gibt es im ersten deutschen Currywurstmuseum allerhand. So zeigt ein dreidimensionaler Stadtplan, wie stark die Imbisskultur in der Bundeshauptstadt gewachsen ist. Beim Spiel Curry Up können sich alle Besucher als Imbissbudenköche beweisen und später im Imbisswagen hinter die Kulissen sehen. Doch warum ist die Currywurst eigentlich so beliebt? Ich bin Berliner und wer in Berlin lebt und wohnt, isst Currywurst. Schnell gegessen und vom Geschmack einfach schön rund. Vor allem in der Soße liegt das Geheimnis. In der Gewürzkammer wird es gelüftet und gezeigt, woraus das Currypulver besteht. Bei Ernährungsexperten hat die Currywurst keinen guten Ruf. Zu viel Fett, zu salzig, zu süß und richtig satt mache sie auch nicht. Auch die Schattenseiten werden im Museum angesprochen. Wir haben natürlich sowohl mit einem Audioguide als auch über Führungen, gerade für Schulklassen, ernährungswissenschaftliche Themen aller Art und informieren rundum um das Thema Currywurst selbstverständlich auch diesen Gedanken zur Ernährung. Was zunächst noch fehlt im ersten deutschen Currywurstmuseum, das ist die Wurst selbst. Deshalb soll bald die Imbiss-Lounge eröffnen. Dann kann jeder Besucher verschiedenste Sorten der Currywurst auch kulinarisch erkunden.